Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part habe ich noch ganz schnell diese Höhle. Nein. Diesen Brunnen hier in den Part reingequetscht bekommen. Halt wirklich noch richtig knapp. Und hier war ein Schrein. Und es ist überall dunkel. Auf jeden Fall, Auf jeden Fall, wir machen den Schrein noch und da es ein Brunnen ist, sollte es hier kein Mayoi geben. Und so können wir unbesorgt weitergehen. Denn ich möchte heute mit Akala anfangen. Endlich. Vielleicht noch, bevor wir dorthin gehen, hier und da den ein oder anderen Krog nachholen. Beziehungsweise nachholen. Also nachholen. Ich meine, noch erledigen. Halt, Krogs, die wir verpasst haben. 431 Krogs, das kann sich sehen lassen. Und ja, ich sollte dringend mal zu Maronus gehen. By the way, falls ihr Leuchtsteine braucht. Hier sind einige. Wie sieht's eigentlich hier aus? Naja. Auf jeden Fall, dort unten wäre halt noch ein Brunnen. Nicht weit von hier entfernt. Zumindest sollte dort einer sein. Eigentlich sollte hier halt wirklich einer sein. Oder war es der da unten? Wartet nur kurz. Ich schau schnell nach. Das sollte hier drauf sein. Ja, okay, das war der da. Dachte ich mir eigentlich schon. Bevor wir jetzt nach Akala reisen, hätte ich hier unten noch... Wo habe ich den gemacht? Warst das du? Ja, das war er. Okay. Ich hinterfrag mal nicht, was das war. Auf jeden Fall. Ich würde sagen... Holen wir diese zwei nach. Weil ich, Idiot, habe vergessen, die zu markieren. Denn ich war dort komplett unkonzentriert. Auf jeden Fall, wir machen halt noch diese Krogs und dann geht's auf jeden Fall auf nach Akala. Ich freue mich schon riesig drauf. Unsere Ziele werden auf jeden Fall sein, der Turm, die Akala-Festung und ein Stall. Ich denke mal, dann im nächsten Part geht's nach Taburasa. Ich will endlich mit Dumstar sprechen. War ja auch ganz sympathisch in BioTV. So wieder ein paar Raketenschilder machen. Tut mir leid, Mann, ich brauche deine Augen. Tönt krank, ist es auch. So. Boah, ey, aber hier kann man eigentlich relativ gut Kakuda farmen. Boah, zweimal hintereinander Regen. Das ist belastend. Zum Glück haben wir hier echt nicht mehr viel zu erledigen. Hier hätten wir die Krogblume. Die irgendwie despawnt ist. Nein, ist sie nicht. Hier ist sie. Und ich habe vergessen, den Gleiter zu färben. Sollte ich mal nach diesem Part machen. Boah,
wie geil ich die Blume eingesackt habe. Das sah richtig stylisch aus. Außerdem bin ich der Einzige, der das blaue Lichtlein dort mega, mega schön findet. Hey, sie schlafen wie Fledermäuse. Nur schade, dass du mir begegnet bist. Hey, vorhin ein Video gesehen von den Konstrukten, die halt die Community baut. Ich meine, ja, ich baue halt selbst gerne auf Cam, lade aber dann den Spielstand neu, damit ich halt die Sachen nicht verliere und damit ich die halt im Let's Play noch habe. Also wenn ich aufnehme. Auf jeden Fall, das war richtig krass. Und ich finde es mega funny. Also dort gibt's halt, ich glaube, die haben wir noch nie besiegt. Na doch schon. Komm, ihn haben wir besiegt, also. Egal. Ich mache schon mal Zeitumkehr bereit, falls er die Arme auf mich schleudern sollte. Aber ich glaube, ein Bivarok kann das gar nicht. Nö, er kann das, glaube ich, gar nicht. Warte, komm, wirf nochmal. Na, Tulin hat den Rest erledigt. Danke. Und hier ist wieder einer unter der Brücke. Also wirklich, schaut immer unter der Brücke nach. Das war doch ein Treffer, Mann, was willst du von mir? So, jetzt sollte es passen, ja. Boah, ich finde, diese Seerosenblätter sind halt echt nervig geworden. Die waren nicht so nervig in BOTW. Weil hier musst du halt den Dive machen. Entweder du springst halt von einer Klippe ab und hoffst, Link macht die Dive-Position schon und fällt dann so ins Wasser. Lol, 45, also 4545 Rubine. Das sieht mega witzig aus. Auf jeden Fall, du musst halt von einer Klippe springen, damit, also beim Wasser, damit Link den Dive machen kann. Und oder du fällst halt von einer gewissen Höhe, damit du den Dive manuell durch Drücken von R aktivieren kannst. So. Ja, Fleckchen sollten wir auch mal wieder suchen. Der alte Opa tut mir schon leid. Nee, alles bleibt so, wie es ist. Ich schau nur schnell bei Terry vorbei. Wild, mach keine Faxen. So, ich will nur schnell bei Terry vorbeischauen. Nein, vergiss es. Kaufen. 5 Stück. Nehme ich gerne. Ich weiß, ist übelst überteuert, aber ich brauche die Maxi-Sachen. Und außerdem, wir haben wieder ein wenig mehr Geld, also können wir auch easy ausgeben. Und ich glaube, diese Teile dienen halt wirklich nur zum Bauen. Mit der Ultra Hand und so. So, hier nach links und dann sollten wir nach Akala gehen. Also das ist der Weg nach Akala. By the way, ich kenne den Weg auswendig, also gar kein Problem. Das ist der Bandschrein dort oben. Boah, wie oft bin ich hier schon entlang geritten in BOTW? Wir sollten jetzt bei einer Brücke ankommen gleich. Na. Dort links. Und hier war die Monster-Wehr, oder? Ah ja, stimmt.
Ja, bring Frieden nach Akala. Hallo. Boah, wie geil das aussieht, ey. Na, wenn das mal nicht Link ist. Du unterstützt uns also erneut. Ich bin dankbar und erleichtert. Wie du dir sicher denken kannst, greifen wir die Monster dort an, die eine Gefahr für alle Bewohner der Region darstellen. Genau wie letztes Mal werden wir uns dem Monsterlager nähern und dann sofort mit dem Angriff beginnen. Es wäre mir eine Ehre, mit dir an unserer Seite diesen widerwärtigen Monster zu vertreiben, Link. Okay, dann let's go. Ich stürm schon mal voraus. So, das sollte ihn von der Brücke hauen. Du bist tot. Eis. Boah, am besten erledigt man die so. So, wenn man die halt einfach so von der Brücke schleudert. Weil ich brauche deren Stuff nicht. Nein, jetzt habe ich mich selbst verreist. So. Boris hat geblockt, danke. Und tot. So, das war's. Boah, was ein nicer Kampf. Und keine Verluste. Ich hoffe es zumindest. Geschafft. Hier haben wir alles erledigt. Wir haben gewonnen und das nur, weil alle so hervorragend gekämpft haben. Link, hab Dank für deine Hilfe. Dürfte ich dich vielleicht bitten, mir einen Augenblick lang zuzuhören? Boah, aber wie geil war der Fight, auch so alle von der Brücke zu schleudern. Ich kann dir gar nicht genug für alles, für all das danken, was du für uns getan hast. Manchmal frage ich mich jedoch, wer hier die Monsterwehr ist, wenn du die ganze Zeit die Kartoffeln aus dem Feuer holst. Du hast dir auf jeden Fall eine Belohnung verdient. 100 Rubine, wie immer. Ich danke dir. Ich habe mir gedacht, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um die Monsterwehr eine kleine Pause zu gönnen. Der Blutmond, du weißt schon, Link. Wenn sich der Himmel blutrot färbt, dann erstehen alle Monster wieder auf. Da unser Kampf wohl also nie ein Ende finden wird, müssten wir jede Möglichkeit zum Ausräumen nutzen, die sich uns bietet. Wenn du für immer bei uns wärst, Link, stünden die Dinge anders, aber ich weiß, dass das wohl kaum möglich ist. Und damit werde ich mich nun verabschieden. Vielleicht treffen wir uns ja eines Tages auf dem Schlachtfeld wieder. Möge Götten Heilias Segen mit dir sein, mutiger Rittersmann. Na, mit euch auch. Aber, Bro, der Kampf war halt schon wirklich episch. Auf einer Brücke zu kämpfen ist sowieso immer episch. Und wie wir die halt auch so runtergeschleudert haben. So. Ich weiß aber gar nicht, wo der Akala-Turm ist. Das da drüben sollte der Ranel-Turm sein. Ja, ich denke mal, wenn wir Akala betreten, werden wir schon sehr früh sehen können. Wo mal alles in der Welt ist wild. Kumpel? Oh nein. Er ist tot, was? Was? Wie? Und ich sage noch, wir haben die Schlacht überstanden ohne Opfer. Wild hat's erwischt.
Ich hatte schon die Befürchtung, dass er draufgegangen ist. Weil als ich ihn gerufen habe, hat er keine Reaktion gezeigt. Oh mein Gott. Ich habe Wild bis jetzt nur ein einziges Mal verloren. Bro, ist das gerade belastend. Aber hey, ich weiß zum Glück, was auf uns in Akala wartet. Jemand, der uns höchstwahrscheinlich helfen kann. Och Mann, und ich wollte mit Wild hier entlang reiten. Dort unten wäre sogar noch ein Stall gewesen. Geradeaus. Ich will aber zuerst zur Akala-Festung, um einen Überblick über Akala zu haben. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Hier werden sicherlich sehr viele Crocs sein. Daher werde ich auch früher oder später die Croc-Maske anziehen. Ja, da haben wir schon den ersten. Riju. So. Na okay, ich probiere jetzt wieder irgendwie Happy Laune zu haben, aber das belastet halt schon. Vor allem, wenn ich doch nur wüsste, wie es gestorben ist. Wie er gestorben ist. Bro, ich weiß, dass oben der Schrein ist. Ich will aber zuerst in die Höhle. Und dann würde ich sagen, gleiten wir runter. Von ganz oben. Weil ich schätze mal, die Höhle führt nach ganz oben. Außer wenn hier schon der Major ist. Okay, ist einfach nur ein anderer Weg hierher. Ist nur eine Monsterhöhle. Gehört wieder zu einer Quest, glaube ich. Noch zu irgendetwas, also holen wir uns den Majui und verschwinden. Mach keine Faxen, Mann. Mein Pferd ist gerade verreckt. Und der Tod von Black war damals schon bei Part 25 war es, glaube ich, oder irgendwie so. 30. War halt auch schon extremst belastend. Ich weiß, dort unten war ein Donnergliok. Gibt's hier eigentlich sonst noch was? Also zeitumkehrtechnisch nix. Wir müssen hier ja noch die grimmige Gottheit doppelt holen. Gardehellbarde, lol. Nehme ich natürlich mit. Dafür gehst du drauf. Nee, du. Du bist mir zu schwach. Ich frag mich... Ach, bra. Ich vernichte euch jetzt. So null Bock auf euch. Und auf dich auch nicht, Phantom Ganon. Lol, der hat dieses Mal sogar eine Lanze. Okay, erst auf jeden Fall immer noch ein ernstzunehmender Gegner. Au. Friss Yunobu.
Ich glaube, ich habe Phantom Ganon immer noch nicht fotografiert. Miasma Lanze. Ich schätze mal, ja. Stärke 40. Miasma Waffen mag ich halt, wie gesagt, immer noch nicht. Die machen halt einem selbst Schaden. Und das, guck, auf der Oberfläche ist das eigentlich, spielt das keine Rolle. Doch im Untergrund ist es halt schon Belastung. Okay, hier waren wir. Dort drüben gibt's auch nichts. Hier auch nicht. Vielleicht ist die Akala-Festung ja doch nicht damit gemeint. Oder ich bin einfach zu blöd dafür. Was ist noch hier oben? Nichts mehr, ich denke mal, dann gehe ich zum Schrein. Ja, ich denke mal, ich bin wirklich zu blöd dafür. Was haben wir hier? Lass mich raten. Überleben. So ein Überlebensschrein. Wäre aber witzig, wenn... doch nicht. Wäre witzig, wenn der Turm in Akala wäre. Versteckter Pfad. Deckensprung. Oh, bitte nicht. Okay, wartet. Stimmt, so eine Bauteile darf ich ja nicht verwenden. Habe ich irgendetwas, was später erst auslöst? Weil ich muss das zweimal drehen. Oder auch nicht. Bro. Also für den Preis hat sich das auf jeden Fall gar nicht gelohnt. Dann machen wir mal Deckensprung. Dich drehen wir noch einmal. Und dann machen wir den Move. Und dann sollten wir hier Deckensprung machen können. Und so easy durch den Schrein kommen. Haben wir alles, jo. So. Diesen Schrein hätten wir. War eigentlich gar nicht mal so schwer. Wenn man es mal verstanden hat. Man das. Ja, klar, ich hätte den Spielstand neu laden können, aber ich lade den Spielstand extra nicht neu. Ich will das einfach nicht mehr machen. Ich finde, Spielstand neu laden kannst du nur in Fällen, wenn du jetzt zum Beispiel den Heiljahrschild verlierst, auf komplett lächerliche Art und Weise. Oder irgendetwas anderes. Klar, das kannst du ja halt immer noch neu kaufen gehen. So, ich suche mir jetzt einen extremst hohen Spot. Und markiere mir den Turm. Ah, der ist dort schon unten. Ey, aber halt echt nicht weit. Der ist aber von allen am randomsten platziert, wenn ich es so nennen darf. Ja, vielleicht sollte ich mal die Krogmaske anziehen, bevor ich nach Krogs suche.
Na okay, sie schlägt also doch aus. Gut, dass ich hier nochmal vorbeigeschaut habe. Wo könnte jetzt sein? Ist das so ein Reisekrog? Weil hier sind doch Bauteile. Nee, hier schlägt die Maske nicht mehr aus. Oder willst du mir sagen, dass der auf dem Torbogen dort ist? Nein, oder? Guck, so asozial ist Nintendo auch. Okay. Okay. Dann halt. Ich wollte gerade sagen, so asozial ist Nintendo auch schon wieder nicht, dass man einen Krog dort oben platziert. Ja, falsch gedacht. Und ich denke mal, da ist schon gewittert. Nee, komm, ich kämpfe nicht gegen den Gliok. Ich will jetzt wirklich nur meine Crocs suchen. Das hier führt wieder nur ganz nach oben. Aber dann können wir dort zur Seite gehen. Hier drüben ist auch nichts mehr. Hier haben wir Holzpfeile. By the way, es ist sehr riskant, sich in der Nähe von Metallkisten bei Gewitter zu befinden. Eigentlich wollte ich deinen Rucksack erwischen. Na komm, geh verrecken. Der sollte eigentlich tot sein. Vielleicht ist dort unten noch ein Krog. Naja, wie dem auch sei, ich will euch halt auch nicht mehr mit der Akala-Festung langweilen. Also gehen wir weiter. Ich sollte wieder was Stärkeres anziehen. Da drüben hätten wir einen Bivarok. Aber ich glaube, bei Gewitter ist der Quatsch. So. Dann gehen wir mal schnell zum Schrein einfach. Oder zum Stall, wollte ich sagen. Ist hier oben etwas? Kann halt sein. Bro, und ein Orakel. Was? Und hier sind Schafe. Ah, das ist eine Payen-Quest. Was um alles in der Welt macht ein Huhn hier unten? Also, irgendwie sind Hühner verdammt witzig unterwegs in TOTK. Ja, Payen, mit dir spreche ich schnell. Also, mit dir spreche ich gleich. Ich guck mich nur schnell um. Was gibt's hier drinnen? Die hat keine Quest. Okay. Ich check schnell ein. Also, ich check schnell ein. Ich sag nur Bescheid, dass ich da bin. Damit ich einen Stallpunkt erhalte.
und mir dann schon ein Pferd besorge für die weitere Reise. King. Soll ich King nehmen? Der hat aber keine gute. Der hat kein gutes Verhältnis zu mir. Stärke, Ausdauer, ach meine Güte. Dann nehme ich Epona. Weil von Epona haben wir 2 Stück. Und das Gewitter sollte auch gleich aufhören. Okay, dann spreche ich mit dir, Payen. Hallo, hörst du dich hier nach Informationen um, wie ein waschechter Reporter? Na, wie steht's? Hast du schon etwas erfahren? Ich hatte bisher kein Glück, es liegt einfach kein Gezwitscher in der Luft. Also habe ich versucht, mit den Schafen hier zu plaudern. Aber die fressen lieber Gras, als sich mit mir zu unterhalten. Wenn man an einen solchen Tiefpunkt angekommen ist, braucht es vielleicht wirklich ein Orakel. Ein Orakel? Ja, pass auf, es sollten doch irgendwo hinter dem Stall dieses orakelnde Huhn geben. Schwer zu glauben, oder? Ein sprechendes Huhn. Okay. Ich hörte, dass man es unter dem großen Baum auf dem Hügel dort finden kann. Und jeden Tag soll sich da die Leute versammeln, um das Orakel zu befragen. Ich befürchte ja, meinen Ruf als erstklassiger Reporter zu verlieren, wenn ich mit so einem Thema einlasse. Aber vielleicht wissen die Vögel hier etwas, das aus dem Wind unter den Schwingern gibt, den wir brauchen. Nix wie hin, und ich glaube, das sind Hateno-Schafe. Hochlandschafe. Stimmt, es gibt ja nur die Hateno-Kuh. Keine Hateno-Schafe. Und wem soll's gut gehen? Guten Tag. Willkommen im Schäfchenstall von Südakala. War nur ein kleiner Scherz. Nicht falsch verstehen. Willkommen im Stall von Südakala. Hier leben schon seit jeher viele Schafe. Da denkt so mancher, wir seien hier eher Schaf als Pferdestall. Und da dachte ich mir, die guten Schäfchen haben doch verdient, dass sich jemand um sie kümmert. Und sieh da, schau an, wie viel davon mittlerweile hier unterwegs sind. Für mich gibt es einfach nichts Schöneres, mehr Schäfchen, mehr knuffige Wolle. Wohlfühlstimmung. Leider habe ich mich so sehr um unsere goldigen Schäfchen gekümmert, dass ich die ganze Welt um mich vergessen habe. Und das schließt auch das Huhn ein, das so fleißig für uns Eier gelegt hat. Das ist leider spurlos verschwunden. Unser Huhn wollte nie allein sein. Und es legt nur in Gesellschaft Eier. Drum mache ich mir größte Sorgen. Und doch hört man es manchmal gackern. Und wach abrupt auf. Ob ich mir das einfach zusammenträume oder ist das Huhn doch hier? Ach so, ist das Huhn, was in den Brunnen gefallen ist? Warte. Wenn ich dort jetzt ein Huhn reinwerfe, legt es dann Eier? LOL! Warte, ich hol dir noch ein drittes. Was passiert, wenn ich richtig viele Hühner hierher bringe? Bro, aber weißt du, was ich dann gemacht hätte? Als Entwickler. Ich hätte mir so gesagt, okay, wenn du alle Hühner hierher bringst, dann schießt es die Eier wie aus einer Pistole raus. Das wäre so verdammt witzig gewesen, dass es die Eier wirklich voll spammt. Ich kann euch noch eine effektivere Methode empfehlen zu farmen. Die sollten eigentlich Eier droppen.
Ich sollte vielleicht aufhören, weil, ja, The Legend of Zelda Gründe. Leute, auf jeden Fall danke, dass ihr euch diesen Part hier angeschaut habt. Lasst gerne ein Mitleids-Like da für Wild. Kannst bitte still sein? Lasst gerne ein Mitleids-Like für Wild da und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut und ciao.